Grüezi miteinander und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Naturmedizin. Unser heutiger Gast und Gesprächspartner ist Dr. Jürg Hess, Gründer und Leiter der Paramed AG in Baar. Dr. Hess blickt auf eine Tätigkeit als Arzt von 47 Jahren zurück. In dieser Zeit hat er sich sehr viel mit Ausbildung beschäftigt und möchte in unserem heutigen Thema, in unserem Gespräch, seine Sichtweise zu möglichen alternativen Ausbildungswegen aufzeigen. Hallo Jürg, herzlich willkommen. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, du hast wahrscheinlich in deiner Karriere viele Ausbildungen durchlaufen und ich kann mir vorstellen, nach einer standardisierten Basisausbildung hast du dich auch individuell zu entwickeln begonnen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese individuelle Entwicklung gemäß Fähigkeiten heute Eingang in die Standardausbildung finden dürfte. Liege ich da richtig? Ja, vielleicht sage ich zuerst zwei, drei Sätze wirklich zu meiner Ausbildung. Also ich habe eine ganz normale schulmedizinische Ausbildung gemacht, habe dann sehr lange Assistenzzeit, 8 Jahre Assistenzzeit, habe in dieser Assistenzzeit noch eine sehr lange Psychotherapie- und Psychiatrieausbildung gemacht. Und während dieser Zeit habe ich gemerkt, dass man weder mit der Körperschulmedizin noch mit der Psychiatrie eigentlich Menschen heilen kann. Und das hat mich dann einfach mal groß frustriert. Und da habe ich nach Wegen gesucht, was gäbe es denn sonst noch? Wie könnte man da weiterkommen? Und bin dann auf die Naturheilkunde gekommen, habe dann zuerst TCM studiert, habe Homöopathie studiert, habe Bioresonanz studiert, habe Clustermedizin studiert, Neuraltherapie und vieles mehr, auch alles abgeschlossen. Und habe dann gesehen, dass einfach der ganze Therapeutenkasten extrem viel größer ist, als das, was man in der Schulmedizin lernt. Und habe mir natürlich dann auch Gedanken gemacht, was läuft denn falsch in der Ausbildung, der rein schulmedizinischen Ausbildung. Und da kann ich aus der heutigen Warte, weil ich ja jetzt auch 25 Jahre Naturheilpraktiker ausbilde, schon einiges dazu sagen. Und an unserer Schule ist es so, dass also der Naturheilpraktiker von der ersten Stunde, wo er Anatomie hört, etwas über die Zusammensetzung der Organe des Körpers, bereits schon ein System lernt, wo er Zusammenhänge sieht. Also er sieht nicht nur einfach das anatomische, gewebsmäßige Organ, sondern er sieht auch, welche Organe aus energetischen Gründen, das wissen wir ganz viel aus der TCM, aus der traditionell chinesischen Medizin, welche Organe miteinander etwas zu tun haben. Dann lernt er auch ja die Physiologie. Die Physiologie ist die Funktionalität der Organe, wie die chemisch, biochemisch zusammenspielen. Und auch da lernen wir ganz, ganz vieles, was in der Schulmedizin nicht vermittelt wird. Ich weiß nicht mal, ob es gewusst wird. Kleines Beispiel. Wenn der Mensch im Mutterleib entsteht, der Embryo, dann geht es eine gewisse Zeit und dann sieht man, dass in diesem Menschlein Blut fließt. Wenn du aber schaust, ob es auch ein Herz gibt, gibt es kein Herz. Es fließt einfach Blut. Also das Blut fließt eher, als es ein Herz gibt im Menschen. Das versteht jetzt wirklich niemand. Ja. Wie kann das denn gehen? Und erst durch das Fließen des Blutes in den Gefäßen entsteht ein Herz. Jeder sogenannt normale Mensch auf dieser Welt glaubt, dass das Herz das Blut in die Adern pumpt und deshalb ein Blutkreislauf entsteht. Das ist total falsch. So geht das nicht. Das Herz
seine Haupttätigkeit als Pump, es hat eine Pumpleistung, das hat es ganz klar. Es hat aber auch vielmehr eine Sogleistung, das Herz. Es zieht das Blut ins Herz. Und diese, man sagt eben eine vis a tergo, die Kraft von hinten durch die Venen, das ist eigentlich das, was das Herz steuert. Also das Herz ist nicht eine Pumpe, die pumpt wie wahnsinnig, weil wenn man das berechnet, die Querschnitte der Arterien, Arteriolen und Kapillaren, wenn man das aufrechnet, dann müsste das Herz etwa 500 Mal stärker sein, als es wirklich ist, um diesen Widerstand zu überwinden. Und das hat man schon 1900 rausgefunden, aber es hat niemand interessiert, dass das so ist. Es gibt ganz viele solche Dinge, die haben mich schon ganz, ganz früh gestört. Wieso schaut da niemand hin? Mhm. Und was für Kräfte, und das sind auf dieser Folie eben auch diese Ätherkräfte im Blauen, diese Energiekräfte. Woher kommen denn diese Energiekräfte? Und das hat bereits etwas Geistiges in uns. Nur wenn diese Energiekräfte unsere eben Mineralien, Calcium, Chlor, Phosphor, was auch alles da drin ist, lebendig macht, dann sind wir wirklich ein seelisch-geistig funktionierendes Wesen, genannt Mensch. Und wenn wir dann in der Schule über Pathologie, also über die Krankheitsbilder und Krankheitsgeschehen oder Entstehung sprechen, dann lernen wir auch gleich von Anfang an, weshalb denn ein Mensch, sagen wir jetzt, einen Herzinfarkt bekommt. Oder weshalb ein anderer Mensch einen Prostatatumor bekommt. Oder ein dritter Mensch ein Mammakarzinom bekommt. Also es gibt für jede Krankheit eine sehr klare Symbolik, manchmal auch eine differenzierende, also dass es die oder die oder die Möglichkeit gibt, Symbolik. Das ist aber absolut essentiell, das zu kennen. Weil wenn du, ich mache mal ein Beispiel. Du hast jetzt jemanden, der hat eine Leukämie. Eine Leukämie ist eine bösartige Erkrankung der weißen Blutkörperchen. Mhm. Jetzt kannst du dich fragen, ja, was machen denn die weißen Blutkörperchen im Menschen? Die weißen Blutkörperchen, das ist eigentlich die Polizei, oder? Die muss schauen, wo ist etwas, was nicht reingehört, das müssen wir auffressen, das müssen wir bekämpfen und wieder raus befördern. Also das ist so ein bisschen Militär, so ein bisschen männliches Tun. Du gehörst nicht zu mir, dich will ich nicht, raus. Okay. Leukozyten haben in unser Blutsystem repräsentiert ja mein geistiges Ich, das ist der männliche Teil meines geistigen Ichs. Und wenn jetzt das erkrankt, dann habe ich offenbar, und das ist jetzt völlig egal, ob das eine Frau oder ein Mann ist, dann habe ich möglicherweise ein Problem mit meiner Männlichkeit, wie ich die lebe, wie ich die verstehe. Oder vielleicht ist es sogar so, dass in meiner ganzen Familien Ahnengalerie, das schon ein Problem war. Vielleicht beim Vater, Großvater, Urgroßvater, wem auch immer, Onkel, weiß nicht wem. Die hatten alle schon so ein Thema. Und dann sagt man, das ist genetisch oder ist vererbt. Genau. Das mag ja auch sein, aha, aber es ist nicht die DNA-Struktur, die falsch ist, sondern es ist das, was die DNA-Struktur so gemacht hat. Also der geistige Einfluss dieser eben Erblinie, die es so gemacht hat. Also gewisse Konditionierungen aus meiner Familie, genau, die einfach so weitergegeben wurden. Ganz genau, das, was man heute eigentlich Epigenetik nennt, ja, oder? Und die Gene dann so drangsalieren oder so ausrichten, wie sie eben ausgerichtet werden schlussendlich. Also diese ganze Symbolsprache der Organe oder der Krankenorgane, müsste man sagen, mhm, die spielt in der Ausbildung, die ich sehe für Mediziner, wir machen das bei den Naturheilpraktikern,
eine enormst wichtige Rolle. Und wenn du wirklich den Kern dieser Pathologie siehst, dann ist der Erfolg fast garantiert. Da möchte ich jetzt eine Klammer aufmachen. Erfolg heißt für mich nicht immer, der wird wieder 100% gesund und lebt noch 40 Jahre. Anderes kleines Beispiel, 66-jährige Patientin, Mammakarzinom, beidseits Metastasen, kommt zu mir, ja, die Schulmedizin sagt, sie können nichts mehr machen, können Sie noch etwas machen? Dann habe ich mir das angehört und dann hat sie in ihrer Geschichte erzählt, sie ist jetzt 66 und schaut immer noch seit kleines Kind zu ihrer Mutter, die 93 ist. Ja, haben Sie denn keine Geschwister? Doch, doch, ich habe 4 Geschwister. Ja, machen die auch etwas? Nein, die machen gar nichts. Und dann habe ich gesagt, und Sie hören ab heute auf, etwas für diese Mutter machen. Wir haben das dann aufgegliedert, weil die Symbolik des Mammakarzinoms ist ein sogenannter Angst-Sorge-Streit-Konflikt. Aha. Ich habe Angst, dich nicht richtig zu versorgen. Ich habe aber auch Angst, mit dir zu streiten. Und ich habe Angst, dass ich nicht genügend Sorge zu dir trage. Das würde also heißen, dass die Energie dieses Umfelds gestoppt werden muss, um auf physischer Ebene die Basis für eine Heilung zu schaffen. Genau, sie muss auch irgendwann im Leben für sich schauen. Weil man kann nur für jemand anderen schauen, wenn ich in Ordnung bin. Wenn ich nicht in Ordnung bin, dann kann ich für gar niemanden schauen. Mhm. Und das hat sie seit Kindheit gemacht. Also sie hat seit Kindheit bis 66 Opfer gebracht, die sie eigentlich so nicht bringen durfte. Ja, das ist so das Bild der guten Tochter und auch häufige Diskussion Egoismus, gesunder Egoismus, du sagst es, wenn es mir nicht gut geht, kann ich für andere auch nicht unterstützend da sein. Genau. Es gibt ja den Egoismus und die Individualität. Und sie hat eben die Individualität eigentlich nie entwickelt. Ja. Und dann haben wir das so abgemacht, ich habe ihr das auch so erklärt und sie hat wirklich den Mut gehabt, das erschüttert mich eigentlich heute noch, dass das möglich ist, mit 66 den Mut gehabt, ist nach Hause gegangen, hat den 4 anderen Geschwistern gesagt, ab morgen ist fertig, ihr schaut zu unserer Mutter, ich ziehe mich zurück und versuche noch zu genesen, wo noch zu genesen ist. Sie hat dann wirklich mit unserer intensiven Therapie, komplementärmedizinischen Therapie, hat sie noch 3 sehr gute Jahre gelebt, 3 sehr schöne Jahre auch mit ihrem Mann, der sie voll unterstützt hat und ist dann, sorry, wenn ich das jetzt sage, sehr ruhig und fast glücklich gestorben. Mhm. Weil wir haben nie darüber gesprochen, dass sie jetzt noch 20 Jahre leben wird. Ja. Das war allen klar. Ja. Das war eine Heilung zum Tode, aber eine gute Heilung, weil sie eigentlich ihr geistiges Potenzial dann doch noch hat leben können. Und das ist einfach so wichtig, dass man das erkennt, dass der Mensch noch einen Zuwachs in der gelben und roten Ebene macht, auch wenn er körperlich schon einiges nicht mehr zum Heilen ist. Das ist das Wichtigste, was ich in einer Ausbildung des Therapeuten, ob Mediziner oder Naturheilpraktiker, ist eigentlich egal, immer wieder an den höchsten Level appelliere. Gebt niemals auf, aber schaut, dass der Zuwachs oft einfach nur noch seelisch-geistig sein kann, aber da kann er unendlich sein. Unendlich wirklich. Bräuchte das nicht auch bei den Menschen eine gewisse Aufklärungsarbeit? Weil die Mechanismen funktionieren ja wahrscheinlich so, wenn sie beim schulmedizinischen Arzt nicht weitergekommen sind, wenden sie sich an die Komplementärmedizin oder versuchen mal was, nicht aus Überzeugung, aber ich habe nichts mehr zu verlieren. Könnte man das irgendwie zusammenführen, dass nicht nur die separaten oder die zusätzlichen Ausbildungen angeboten werden, sondern dass das auch im
breitem Publikum verbreitet wird, dass die Schulmedizin und die Komplementärmedizin zusammenspielen können und dass beides da ist. Das wäre schön, wenn das passieren würde. Das wäre sehr schön. Also wir haben ja gerade in unserer Schule auch sehr viele Kurse, die für jedermann sind. Mhm. Also jeder ab der Straße kann die besuchen. Das ist zum Beispiel der Kurs Biografiearbeit, den ich vor 7 oder 8 Jahren eingeführt habe, nachdem ich gemerkt habe, dass eigentlich weder der Student noch der Patient eigentlich etwas über seine Biografie weiß und wie Biografien eben ablaufen, weil da gibt es ganz klare Gesetzmäßigkeiten, wie Biografien ablaufen. Und das wäre ein weiterer Punkt, den ich eigentlich auch als absolut zwingend in jede Mediziner- und oder Heilpraktikausbildung integrieren möchte, weil wir müssen ja eigentlich sehen, wir haben... Jeder Mensch hat einen Lebenslauf. Der beginnt bei Null und der hört dann irgendwann auf, 70, 80, 90, wenn man Glück hat. Aber der Lebenslauf, der wird ja gesteuert. Mein Ich, das Ego, das da im Gelben sitzt, mein Ego steuert diesen Lebenslauf, mhm. oder? Spätestens so mit 15, 16 mache ich mir Gedanken, was möchte ich denn werden? Möchte ich mal viele Kohle verdienen oder möchte ich so auf den Bahamas liegen oder was möchte ich denn oder will ich Bauer werden oder was? Dass ich bestimme das alles Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, mache eine Ausbildung, mache einen Abschluss, mache die nächste Ausbildung und so. Also mein Ego bestimmt, es muss dadurch gehen, dadurch gehen, dadurch gehen, dadurch gehen. Das ist okay. Das sollen wir auch so tun. Aber das geht nicht bis 70. Irgendwann, und dieses Irgendwann ist dann meistens so um 35, 40. Die Midlife-Crisis. Genau, das ist das Wort, das man da gebrauchen kann, kommt wie von der Zukunft ein anderer Zeitpfeil einem entgegen und kreuzt unseren Lebenslaufzeitpfeil. Und an dieser Kreuzung passiert etwas. Mhm. Beim einen ganz schlimm, alles geht kaputt, Ehe geht kaputt, Beruf geht kaputt, er geht ins Kloster oder weiß nicht was. Beim anderen nur ein bisschen und der eine merkt es vielleicht gar nicht. Und das ist die Biografie. Diese Ich-Organisation da oben, also mein geistiges Ich, mein übergeordnetes geistiges Ich, das ich was ich bei meiner Inkarnation mir vorgenommen habe für dieses Leben als Geistwesen, das korrigiert nun, weil es vielleicht gesehen hat, das läuft aber gar nicht so im Sinne, dass man wenigstens einen Teil von dem, was man sich vorgenommen hat, umsetzen könnte. Es ist wie eine Art Bewusstwerdung oder sollte man spürt, da ist noch was, ist das alles, was mir das Leben genau. zu bieten hat genau. und dann kommt es zu dieser Krise, nennen wir es mal Krise. Ja, und die Midlife-Krise ist diese Krise. Ja. Und das ist ja etwas sehr Individuelles, das in Absolut. Praktisch jeder Biografie früher oder später passiert. Jetzt meine Frage, wie könnte man vorbeugend das in die Ausbildung der Mediziner einbauen, um diesen Prozess vielleicht zu beschleunigen oder etwas früher diese Bewusstwerdung einzuleiten, weil jeder geht ja irgendwann zum Arzt und hat vielleicht irgendein Leiden, wird mit etwas konfrontiert. Ist das die Aufgabe auch des Arztes überhaupt dann schon hinsichtlich dieser Midlife-Crisis aktiv zu werden? Und eben nochmal die Frage, wie würde man das in der Ausbildung dann eben berücksichtigen? Also es muss natürlich in die Ausbildung integriert werden, möglichst eben irgendwo zwischen 20 und 27, wo man als Arzt die Ausbildung macht, mhm. als Heilpraktiker dann, wann er seine Ausbildung macht. Weil es gibt eben auch für die Biografie eines Menschen gibt es ganz klare Zeitpunkte, wo gewisse geistige, seelische Prozesse gemacht werden müssen.
oder anders gesagt, wenn sie dann nicht gemacht werden, dann können sie nie mehr ganz richtig gemacht werden. Mhm. Sie können schon noch angegangen werden, aber es bringt einfach nicht das, als wenn sie dann gemacht worden wären, wo es am optimalsten gewesen ist. Und das ist für einen Therapeuten sehr wichtig. Kleines Beispiel von dieser Woche. Wir hatten mit den Studenten einen Patienten angeschaut, der Basketballprofi war und jetzt ist er im Wirtschaftsprüfungsbereich tätig. Er hat unzählige Unfälle gehabt, Sportunfälle gehabt, das ist das eine Leben, und ist jetzt 38. Und seit 3 Jahren hat er einen lebensbedrohlichen bakteriellen Infekt am anderen. Angina-Abszess, an dem er fast erstickt ist, dann ein Schleimbeutel-Abszess, an dem er fast eine Blutvergiftung bekommen hat, und dann noch ein Gesichtsabszess, wo er auch wieder höchst dosierte Antibiotika genommen hat, und macht einfach weiter. Er denkt, ja, ich habe ja immer noch Antibiotika, irgendwann hört dann das schon auf. Aber wenn man jetzt diese Biografie anschaut, dann ist genau an dem Zeitpunkt, wo beim Menschen, und das ist mit 36, da ist ein bestimmtes Ereignis im Leben jedes Menschen, kommt er an einen Punkt, wo man könnte sagen, ein gewisser Reset-Knopf gedrückt wird von der Geistigkeit. Wir schauen mal, ob wir gleichen mal ab mit dem, was du dir vorgenommen hast, ob das wirklich so gelebt wurde. Und wenn nicht, wird jetzt der Knopf gedrückt. Und bei dem wurde er so heftig gedrückt, dass er wirklich 3-mal an die Sargkante gekommen ist. Und er merkt es aber nicht. Hier käme der Therapeut zum Zug. Und das war dann unsere Aufgabe am Montag mit den Studenten, ihm zu sagen, jetzt ist fertig. Weil er hat schon so, er hat so angedacht, ja, vielleicht sollte ich diesen Wirtschaftsprüferjob, ich verdiene zwar wahnsinnig gut, aber vielleicht kaufe ich mir einfach mal einen Katamaran und gehe ein Jahr aufs Meer. Und dann habe ich seine Geburtsnumerologie angeschaut und gesagt, vergessen Sie es, Katamaran, dann sind Sie tot nach einem Jahr. Weil er war von seiner Geburtsnumerologie so schlecht geerdet. Und das war auch der Grund, weshalb er sich so wahnsinnig überfordert, überall in allem. Er braucht Erdung. Und er hat eben noch ein zweites Projekt, und weil er ist Tessiner und er wollte eigentlich ein Restaurant, so ein, wie sagt man denen in Tessin, ein Grotto eröffnen mit einem Rebberg. Er kocht sehr gut. Und da habe ich ihm gesagt, das ist es genau, was Sie brauchen. Etwas auf der Erde, wo man kocht mit der Erde, oder? Mhm. Alles Produkte, frische Produkte von der Erde. Man macht Wein, auch etwas auf der Erde. Das ist das, was Sie brauchen. Und dann werden Sie ein gesundes Leben haben, bis weiß nicht wo. Und das sind die Dinge, wenn man die Biografielehre kennt, dann kann man extrem viel den Leuten wirklich raten und auch begründen, warum man es ratet. Und sie haben dann wirklich eine Ausrichtung, weil sie das auch verstehen können. Also die Biografielehre als einer der zentralen Punkte in der basismedizinischen Ausbildung. Ja, dann braucht es natürlich vieles, vieles anderes, was der Schulmediziner auch nicht lernt. Kein Schulmediziner weiß etwas, wie man einen Körper entgiftet. Und unsere Körper sind vergiftet heute, bis zum geht nicht mehr. Durch unsere Nahrung, durch den elektromagnetische Belastung, durch die 5G, durch was auch immer, durch die Schwermetalle, die wir in uns tragen. Wir sehen das ja in unserem Zentrum, wenn wir das bestimmen, das ist wirklich abstrus, was die Leute heute in sich tragen. Und wir sehen es auch, ich bin ja auch Homöopath seit 40 Jahren, dass oft homöopathische Therapien einfach nicht mehr wirken, weil die Leute so blockiert sind. Und weil die äußeren Einflüsse, Elektrosmog, vielleicht so zu stark wirkt. Sind. Genau, genau. Das ist, also da müsste ganz, ganz viel geleistet werden. Eben diese ganze Entgiftungsmöglichkeiten. Und ein Wunschthema, das ich
als alter Mediziner noch hätte, wäre endlich mal zu verstehen, dass Frauen und Männer anders funktionieren und andere Wesen sind. Und dass man nicht einfach mit einer Gender-Diskussion das aus der Welt schafft, sondern die Energetik, den Ätherkörper dieser zwei Wesen studieren. Und da weiß man vor allem in der Geisteswissenschaft extrem viel. Und man kann dann auch sehen, warum die zwei sich eigentlich zwar nie verstehen können, aber sich 100% brauchen. Genau. Wegen der Energetik. Eben. Und diese Energetik, die muss ja ausbalanciert sein. Genau. Und das lernt man wahrscheinlich durch Erfahrung. Das kann einem vielleicht mal ein Coach beibringen. Es gibt sehr viel Wissen aus der chinesischen Medizin darüber. Die haben das wirklich seit Jahrtausenden sehr detailliert studiert und das stimmt auch für uns Westler soweit. Also es gibt ein großes Wissen, aber es ist nicht publik. Oder vielleicht will man sie auch gar nicht wissen, ich weiß nicht. Genau, lassen wir diese Frage mal offen. Sehr interessant, lieber Jörg, diese Ausführungen. Und ich danke dir, dass du heute bei uns warst. Und diese Gedanken, die man noch viel weiterführen könnte, mit uns geteilt hast. Okay, danke auch vielmals. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben gesehen, wie wichtig eine Balance im Körper und im Geist ist. Wir haben das alle schon gehört, aber es wird vielleicht noch etwas zu wenig praktiziert. Nehmen wir uns das zu Herzen. Ich hoffe, Sie nehmen diesen Punkt aus diesem Gespräch für sich mit. Schauen Sie bald wieder bei uns rein.